Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hydroneer. Schön, dass du dabei bist bei Deadzoptia. Und Leute, heute geht's rund. Heute kommen wir voran, das verspreche ich euch. Unsere mega krasse Anlage, die wir hier unter Tage gebaut haben, die werden wir heute zum Laufen bringen. Aber wir müssen noch ein bisschen was tun, denn ich möchte diese Anlage, ja genau, hier oben rausbringen. Das ist das Ziel. Denn ich habe keine Lust, hier unten wie ein Maulwurf immer rumzuschürfen. Wir werden unten das Ganze ein bisschen umbauen. Ja, und zwar zeige ich das gleich euch mal. Und zwar hier die ganzen Schmelzöfen. Ja, das wird alles nach oben kommen. Das schnappen wir uns einfach, zack. Und werden das nach oben alles transportieren. Hier. Und werden das hier aufbauen. Denn hier oben soll noch eine Sortieranlage für Edelsteine hinkommen. Ja, ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit aus den Eimern hier raus zu sortieren. Schaut mal, boah, die Eimer sind echt gut gefüllt. Also da ist wirklich schon einiges drin. Soll aber alles automatisch, funktionieren mit der neuen Anlage. Deshalb werden wir alles hier oben aufbauen. Da können wir ein bisschen Verteilersystem anschließen, Verteilersystem machen. Ja, wir haben ja eine zweite Wasserleitung. Und wir könnten uns da auch noch Druckverstärker holen und mit diesem Druckverstärker und die zweite Leitung hier betreiben und dann hier die ganzen Förderbänder zu betreiben, falls der Wasserdruck nicht ausreicht. Denn ich habe ja vor, noch zwei, drei Bohrer hier unten hinzubauen und ja, da brauchen wir natürlich auch Wasserdruck dafür. Also es gibt wirklich viel zu tun, ja, in dieser Folge. Und deshalb werde ich mich auch gleich ranhalten. Ich schnapp jetzt mal die ganzen Schmelzöfen und das Zeugs. Bring das alles mal hier hoch und dann sehen wir mal zu, dass wir alles aufbauen, ja, dass wir alles hier oben aufbauen. Und ja, ich bin so gespannt, wenn die Anlage läuft, Leute, was wird die rausspucken, was wird die bringen? Also da können wir wirklich gespannt sein und können wir auch große Erwartungen haben, denn vier solche Bohrer, das sollte ja das Vierfache sein wie die alte Anlage, und die Bohrer stehen noch tiefer. Also ja, schauen wir einfach mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mache mich jetzt gleich an die Arbeit hier und hole die ganzen Sachen hoch. Ist eigentlich nicht so viel und alles schnell getan. Dann bauen wir oben alles auf. Ja, und dann holen wir uns vielleicht noch ein paar Sortierer, Förderbänder mit Abzweigung, keine Ahnung. Wir haben hier nur gerade. Ja, und dann lasst uns die Anlage aufbauen und anschmeißen und dann schauen wir mal, was die so rausspuckt. Okay, ich mache mich jetzt ans Werk. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das ganze Gerümpel hier oben ist, und dann können wir oben hier weiterbauen. So Leute, schaut mal, ich habe hier jetzt die ganzen Schmelzöfen alles weggenommen, habe hier die Förderbänder hingebaut und ich würde sagen, wir schalten jetzt mal den Wasserdruck an. Nehmen mal den Propfen hier mit, stopfen den oben rein, oder ist oben zu? Schauen wir mal. Genau. Hier machen wir jetzt mal zu. Obey, wisst ihr was? Ja. Wir können gleich eigentlich die ganze Anlage hier aufbauen. Oder ich lasse jetzt mal die Förderbänder. Ich schalte jetzt mal den Wasserdruck an. Und schauen wir mal, ob sich diese Förderbänder hier oben drehen. Ja, schaut mal, die laufen. Ich sehe es von hier. Sehr, sehr cool. Gut, das heißt, wir haben hier genug Wasserdruck und die laufen schnell. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Schalten wir wieder aus hier. Zack. Und dann jetzt, ja, fangen wir an. Wir wollten jetzt Sortiere machen. Genau, so war's. Die Sortiere wieder hier hinbauen. Und dann kommen die Schmelzöfen hin. Das werde ich jetzt gleich mal tun. Muss ich hier noch Rohre legen? Kann das sein? Ja. Muss hier noch gerade Rohre legen. Dann baue ich die Sortiere hin, die drei. Dann mache ich die Schmelzöfen hin. Ja, dann müssen wir nochmal drei, vier Sortierer holen für das andere ganze Zeugs, für die Edelsteine und das Clotium, Corium. Und ja, das müssen wir natürlich auch sortieren. Das werde ich jetzt mal alles positionieren hier, alles hinbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt können wir die Sortierer positionieren und die sollen in diese Richtung hier rausschmeißen. Ja, so passt das. Den nächsten für Gold. Den werden wir auch gleich hier hin machen. Passt das? Ich glaube ja. Dann kommt der letzte noch, der die Kristalle raussortiert. Mit dem Wasserdruck erhöhen. Auch ganz, ganz wichtig. Zack. Okay, gut. Jetzt haben wir schon mal das hier.
Jetzt kommen hier die Trichter hin. Ja, die werden hier direkt hier hingesetzt. Zack. Alle drei. Okay, und jetzt die Schmelzöfen nach unten hingesetzt. Und dann haben wir es schon wieder. Ja, gar nicht so schwer, dieses System. Trotzdem haben wir lange gebraucht, bis es alles geklappt hat. Ja, manche Sachen wussten wir auch nicht. Haben es aber wirklich selber rausgefunden. Und das ist ja das Coole am Spiel. Das sage ich immer wieder. Spielt die Spiele, schaut nicht zu viele Erklärvideos an. Ab und zu, wenn man nicht weiterkommt, ist es ganz okay. Sondern findet es selber raus beim Spielen. Ja? Findet es einfach raus. Oder schaut euch meine Videos an, dann finden wir das zusammen raus. Okay, gut, das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Jetzt müssen wir hier unten natürlich dann wieder eine Plattform hinbauen. Ja, und hier geht's weiter. Hier müssen wir überlegen, wie wir jetzt weiter verfahren. Und zwar brauchen wir mit Sicherheit jetzt erstmal ein T-Stück. Ja, T-Stücke habe ich. Doch, hier ist doch eins. Wir werden hier die zweite Wasserleitung, denke ich mal, anschließen. Ja, weil es könnte ja knapp werden. Achso, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir jetzt hier einen Propfen hinsetzen. Ja. Hier einen Propfen hinsetzen und dann... Zack. So, und jetzt weiter. Kann man eigentlich jetzt das da draufsetzen? Geht das? Ja, das geht. Ah, okay. Ist es vielleicht möglich, hier jetzt so weiter die zweite Wasserleitung hier anzuschließen? Und da können wir hier einfach weiterfahren. Also ich würde sagen, wir gehen hier um die Ecke rum und machen hier die Edelsteinsortierung hin. Oder? Das wäre doch was. Ja, das werde ich tun. Ich verbinde jetzt mal diese Wasserleitung hier mit dem T-Stück. Ich muss jetzt schnell in die Stadt. Wir brauchen Förderbänder. Also zumindest eins, das um die Ecke transportiert. Dann die drei Sortierer. Ich bin überlegt, soll die alte Anlage hier abbauen. Ach, wisst ihr was? Ich kaufe jetzt einfach drei Sortierer. Ja, ich versuche noch, den Karren schnell leer zu machen hier. Dann können wir das alles aufladen. Jo, dann mache ich mich auf den Weg in die Stadt und schau mal, dass ich die Sortierer hier noch bekomme. Und das Förderband ist um die Ecke transportiert. Und wie hoch ist denn hier drauf? Okay, jetzt ist er leer. Passt. Gut, den hängen wir jetzt schnell an. Dann geht's in die Stadt. Hier ist mein Truck. Zu dem gehe ich jetzt mal schnell hin. Eventuell 4 Wasserdruckverstärker brauchen wir auch noch für das Rohr hier. Oder kaufen vielleicht sogar noch mehr. Schauen wir mal. Haben wir das Geld dabei? Ja, genau. Perfekt. Also dann, los geht's. Lasst uns das Zeugs noch holen und dann bauen wir die Anlage endlich auf. Bin so gespannt, ob das Ding läuft. Es wird laufen, ganz klar. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Das wird echt interessant werden. So, von der Einkaufstour zurück. Schaut mal hier, es sieht ein bisschen wild aus. Ja, gut, aber wir bauen jetzt alles erstmal auf hier. Lass mal schauen. Hier, so, ja. Machen wir ein bisschen weiter mit Geraden. Haben wir noch ein paar? Ja, sehr gut. Ja, bauen wir die Anlage jetzt weiter auf. Den Wagen ein bisschen wegstellen hier. Ja. Platz schaffen. Okay. Ich mache jetzt die Sortierer hin. Hier kommt noch ein Förderband. Die schnell platzieren. Ja. Der nächste. Ach so, wie machen wir das? Wie machen wir das auch vielleicht mit dem Trichter? Und dann fliegen die halt in den Eimer rein, die Edelsteine. Irgendwie so müssen wir das hinbekommen. Ich bin mal gespannt. Oder gleich in die Presse rein. Geht das? Kann man das machen? Das gleich in die Presse reinhauen? Wäre voll krass. Wir probieren es einfach aus, oder? Würde ich sagen. Den tun wir hier hin. Dann brauchen wir jetzt 2 gerade Förderbänder. Hier eins. Also das wird wild. Die Anlage wird jetzt schon richtig krass werden. Bin ich mir sicher. Also lange gedauert, aber jetzt nimmt das ganze Form an.
Und ja, dass es so eine krasse Anlage gleich wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich freue mich. Wird sehr, sehr cool werden. Und hier, wo wir da ausgegraben haben, da machen wir dann die Corium-Bohrer hin. Diese D2-Bohrer, da wird die nächste Anlage dann hingebaut. Ja, es wird echt spannend und es geht auch immer weiter. Wenn euch das gefällt, gerne einen Daumen hoch. Ich gebe hier alles. Es ist jede Menge Arbeit, aber es macht auch Spaß. Und diese Tüftelei, das ist sowieso meins. Also, ein richtig cooles Spiel. Moment, wir müssen hier die Edelsteine gleich schleifen lassen. Ja, genau. Dann hauen wir nämlich das Ding hier rein. Ui, das wird wild. Das wird wild werden. Aber wenn das funktioniert, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Und wir müssen gar nicht mehr viel tun. Das soll ja der Plan sein. Ja, so soll es ja dann das Ganze funktionieren. Ich mache jetzt mal weiter hier. Ich denke, das sollte reichen für die Sortierung. Kurz schlafen und dann geht's weiter. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Tag. Gutes Nächtle. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich habe ein bisschen Frühsport gemacht. Habe hier schon ein bisschen ausgegraben. Ja, jetzt müssen wir diese Steinböden holen und da machen wir hier mal eine Fläche hin. Zudem brauchen wir eins. Moment, ich schaue mal schon, wie viele Sorten wir überhaupt an Edelsteinen haben. Ich glaube vier. Ja. Sind das 1, 2, 3, 4? Ja, 4 und ein Corium. Das heißt, ein Schmelzofen. Da braucht man 5 Trichter, einen Schmelzofen und 3 Edelsteinpresser. Ja, das werde ich. Ach so, wie machen wir die eigentlich hin? Hier gehen wir runter. Ja, das werden wir hier irgendwie verbinden müssen. Okay, gut, es gibt noch viel zu tun. Ich gehe jetzt schnell einkaufen. Ins Städtle und dann hole ich das ganze Zeugs oder geht's weiter? Also, ja, wieder einiges zu tun. Wir könnten die Anlage jetzt schon laufen lassen, aber ich möchte wirklich erst alles fertig machen. Ich habe mir gerade überlegt, wenn wir hier anstatt gerade rohe T-Stücke reinmachen, könnten wir doch jedes Mal so ein Festding anschließen, oder? Sollte doch eigentlich funktionieren. Jetzt vielleicht gar keine so eine schlechte Idee. Leider habe ich keine T-Stücke mehr. Ich glaube mal nicht, dass ich so viele noch irgendwie rumliegen habe. Ich schaue mal schnell hier unten. Ja, doch, hier sind noch ein paar. Aber leider nur drei. Ich glaube, das reicht nicht. Die werde ich jetzt auf alle Fälle mal hochholen. Schließ die mal an. Brauchen wir unten eh nicht mehr. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Das wäre natürlich richtig cool. Ja, ein Versuch ist wert, würde ich sagen. Also wir werden hier jetzt einfach, schaut mal, ist der erste hier der zweite. Dann nehmen wir das hier weg. Setzen hier das T-Stück rein. Ja. Zack. Dann können wir den wieder reinsetzen. Ja, komm schon. Okay, und jetzt können wir doch theoretisch hier so ein Presser hinmachen, oder? Würde ich sagen, das wäre richtig cool, wenn es gehen würde. Das Platzieren ist manchmal schon ein bisschen komisch. So, oder? Geht das? Nein, natürlich nicht, ist ja klar. Also das ist schon immer. Das zu platzieren ist gar nicht so einfach. Drehen wir das Ding mal. Hier ist der Wasseranschluss. 1, 2, 3. So passt es. Hier kann man irgendwie noch Strom auch noch anschließen. Keine Ahnung. Soweit sind wir aber noch nicht. Moment. Der Ofen, das passt ja auch nicht. Muss man eins versetzen hier. Ja. Und zack. Und. Komm schon. Einmal drehen. So. Passt das? Hier werden sie geschliffen. Hier wird nochmal sortiert. Jo, das sollte so hinhauen. Hoffe ich mal zumindest. Aber wir können ja die letzten. Am Schluss vielleicht die schwarzen nur noch in den Eimer fallen lassen. Ja, das machen wir auch. Ja, ich baue jetzt noch ein bisschen um hier. Hol die T-Stücke. Und ich denke, dann sind wir soweit. Dann hauen wir die Anlage einfach mal an.
Und schau mal nach, ob das funktioniert. Ja, ich muss noch diese Druckverstärker holen. Das werde ich natürlich auch noch machen. Und dann geht's los. Dann wird hoffentlich richtig Kohle gemacht. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, lass uns mal überraschen. Okay, wir brauchen jetzt diese Druckverstärker. Dazu fahre ich jetzt mal nach Eisheim. Hätten wir unsere alte Anlage vielleicht anschmeißen können? Ich weiß nicht. Wir haben gar keine Kristalle mehr hier drin. Das ist doch hier ein ganz klein, aber hier fällt er, oder? Leider nicht. Es wird nicht so laufen. Ich mache jetzt noch ein paar Druckverstärker und dann. Moment, schmeißen wir das Ding mal an hier. Mal sehen, ob hier irgendwas ankommt überhaupt. Was ist das hier? Kristall in der Luft. Ja gut, ja, nee. Hier läuft natürlich nichts, ist ja klar. Wenn wir das andere anmachen, schauen wir mal da schnell nach hier. Zack. Wie weit läuft die Anlage denn hier? Ja, das oben läuft. Das oben läuft. Läuft, läuft. Oha. Wie geht der noch? Okay, das will noch nicht so richtig. Druckverstärker holen. Bis gleich. So, in Eisheim angekommen. Habe ich jetzt mal einen Karren mitgenommen. Bisschen Geld brauche ich eigentlich nicht. Habe ich den Barren? Ach, hier ist alles drin. Jo, gut, dann würde ich sagen, stellen wir mal 4 Stück von den Teilen her. Und ich hoffe, das funktioniert dann. Es wäre so cool, wenn die Anlage laufen würde. Ja, meine Druckverstärker, schaut mal, die sind direkt von hier oben runtergefallen in den Karren. Das ist sehr, sehr cool. Schon wieder was gelernt. Sparen wir uns die Zeit, das Ganze einzeln hochzunehmen. Ist sehr cool. Okay, zurück zum Claim. Dann hauen wir die Dinger oder installieren wir die. Ja, und dann bin ich gespannt, ob die Anlage läuft. Ich hoff's. Was war das für ein Kampf, Leute? Ich glaube, über 4, 5 Folgen haben wir das versucht, diese Anlage aufzubauen. Und das war wirklich, hat mich an die Grenzen teilweise gebracht. Auch nervlich. Aber durchhalten, aufgeben ist bei Dead Zockt einfach nicht. Das Ding muss laufen, den Ehrgeiz habe ich halt. Okay, gut. So, hier sind wir wieder am Claim. Und jetzt, Moment, dann kann ich da irgendwie rüberfahren. Keine Ahnung. Wir müssen hier irgendwie, ne, ich fahre hier so rum. Diese Teile hier jetzt installieren, die Wasserdruckverstärker an dem Anzugstutzen. Ja, ich denke, so passt das. Bauen wir einfach einen kleinen Bogen hin. Zack. Und dann laden wir die mal ab, bauen die dran und dann schauen wir mal, die Anlage läuft. So, ich habe es installiert. Ups. Ich habe hier noch einen kleinen Kristall, den lege ich noch da rein. Ich hoffe, das reicht dann aus. Mehr haben wir leider für den Anfang nicht. Oh, der nächste Tag, liebe Leute, da ist der große Tag. Ich bin richtig aufgeregt. Wisst ihr das? Ich bin so aufgeregt. Und ich bin so gespannt, ob unsere Anlage hier läuft. Wir schalten jetzt gleich mal diesen neuen Teil hier ein, der Anlage. Und sehen mal, ob der Wasserdruck jetzt ausreicht, was das gebracht hat. Es hat sich ja nur ein Vorderband gedreht und. Ui! Okay. Jo, wie schnell laufen die? Junge, was ist denn hier los? Okay, das ist ja voll krass. Es funktioniert. Funktioniert es wirklich? Ich habe alles eingestellt. Ich habe die Edelsteine hier draufgelegt. Schaut mal. Nur die schwarzen, die fallen auf den Boden. Oh, hier fällt ein Kristall. Den müssen wir noch reinlegen hier. Darum liegt er wahrscheinlich da. Das ist der einzigste hier. Den werden wir noch hier platzieren. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt starten wir mal das Ding. Hey, ich bin so aufgeregt. Ah, diese ganze Wasserdruckverstärker, die können wir auch wegmachen. Ich glaube, muss man nur reparieren, bringen gar nichts. 5 Stück reichen. 2, 4, 5, okay. Dann würde ich sagen, Wassermarsch. Lass die Show beginnen. Lass die Anlage laufen. Ich schalte die Bohrer unten hier rein. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Das Ding wird so abgehen. Okay, 1, 2, 3, 4, bam, let's go. Schaut euch mal, was hier schon rauskommt. Jo, das ist ja wirklich krass. Das, jo. Und Edelsteine auch gleich. Schaut mal, was hier nur in kurzer Zeit rausgelaufen ist.
Also ich bin so gespannt hier. Oh, ich muss schon hochkommen hier, bevor die ersten hier oben ankommen. Kommen die schon an? Kommen die schon an? Ja, wie schnell die Förderwinde laufen, Leute. Schaut euch mal das an. Wir haben hier Wasserdruck, das ist ja Wahnsinn. Und wo kommen sie hoch? Wo kommen sie hoch? Ich kann es kaum erwarten. Hier kommen die ersten hoch. Ja, es funktioniert, es funktioniert. Das war auf die Seite hier, der ganze Club da. So, jetzt geht's auch los. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen die ersten hoch. Oh Mann, Leute, das wird so krass werden. Diese Anlage, die ist so OP. Hopp. Schauen wir schnell hier hoch. Die ersten, ja, Eisenbrocken kommen, werden wohl gleich hier reinsortiert. Sehr, sehr nice. Okay, es geht los, Leute. Ja, es geht wirklich los. Es geht wirklich los. Schaut mal hier. Jo, was kommt hier hoch? Das ist ja nicht normal. Unglaublich irre, einfach irre. Sehr, sehr krass. Okay, hier haben wir den ersten Edelstein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der läuft hier rüber. Wo ist der blaue hier? Der wird geschliffen, das wird ja funktionieren. Das sollte kein Problem sein. Zack, zack. Okay, jetzt haben wir hier den Sortierer für den blauen. Ja. Der läuft hier rein in die Presse und wird gepresst. Das ist ja Wahnsinn, das funktioniert. Leute, das funktioniert. Die Anlage ist jetzt wirklich vollautomatisch. Hier fehlt mir nur noch ein T-Stück und für die Schwarzen. Das war, boah, ich bin total baff. Bin total baff, das läuft. Das ist der absolute Hammer. Leute, das ist der absolute Hammer. Hier der nächste blaue. Und zack, wird gepresst. Schaut mal, ich muss da nur den großen rausholen. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, oh, hier haben wir noch falsches Ding hier drin. Ah, jetzt sollte das gehen. Ah, hier war noch Gold drin. Sprinte jetzt schnell zu meinem Truck hin. Und dann werde ich noch ein paar Böden kaufen. Das installieren. Ja, wir haben gar keinen Wagen dabei. Natürlich noch einen anhängen. Ja, ein paar Böden installieren und dann bauen wir uns eine schöne Arbeitsfläche hin. Ja, ich muss wohl einen Wagen kaufen. Macht nichts. Bauen wir uns eine schöne Arbeitsfläche hin. Und dann wird richtig Kohle gemacht. Also sehr, sehr nice. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir einen guten Stand haben an unserer Anlage. Ja, so sieht es doch wunderbar aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Arbeit hier. Ja, seid ihr es auch? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ich denke, heute habe ich einen Daumen verdient. Heute haben wir wirklich was geschafft, oder? Ja, ich freue mich halt immer noch. Sorry, aber das war wirklich ein langer Kampf und ich habe mittlerweile, muss ich ehrlich zugeben, schon mal dran gedacht, das Spiel aufzuhören zu spielen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich wusste ja nicht, dass man hier Wasserdruckverstärker hinmachen kann. Und das war wirklich der Knackpunkt dann. Ja, das hat die Wende gebracht im Spiel und mich doch gerettet. Weil, ja, das ist wirklich, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, dann wird es kritisch. Ja. Aber wie gesagt, wir haben uns durchgebissen und ernten jetzt hoffentlich den Lohn für unsere Arbeit hier. So, machen wir noch hier die letzten Klötze ran. Ja, liebe Leute, heute ist mal alles nach Plan gelaufen. Ja, würde ich sagen. Sieht sehr, sehr gut aus. Die Anlage läuft. Die Anlage funktioniert. Sie macht das, was sie soll. Das haben wir lange nicht gehabt. Aber ja, einfach dranbleiben. Harte Arbeit zahlt sich doch immer noch aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute bei Hydroneer. Mir hat es gefallen, ganz klar. Ist ja alles super gelaufen mal. Ich glaube, zum ersten Mal in dem Spiel, wo alles funktioniert hat. Gut, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es noch jede Menge andere spannende Projekte, die ihr entdecken könnt. Ja, wir haben, ich zocke gerade zwei, drei Projekte. Medieval Dynasty. Anno ist so eine Serie, die läuft immer durch. Und auch Sengoku Dynasty, der Nachfolger von Medieval Dynasty, wird gerade richtig intensiv gezockt von mir. Macht auch richtig Spaß. Schaut da doch mal rein. Ja, lasst ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, bis dahin habt einen wunderschönen Tag. Der Zockt ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.